Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu einem Adventure, was ihr hoffentlich noch nie so gesehen habt. So, ich erkläre euch kurz, wie es ungefähr funktionieren soll. Und zwar werdet ihr jetzt gleich, nachdem ich diese kurze Erklärung abgehalten habe, einen von mir, sag ich mal, tutorialmäßige Einführung zu meiner Idee bekommen. Das heißt, ich habe eine Szene vorbereitet, die ich jetzt gleich in Form des Videos, so wie es eigentlich dann ablaufen soll, zeigen werde. Und zwar wird das dann so ablaufen. Es wird ein circa zwischen 30 Sekunden bis 3-minütiger Film, in dem eine kleine Aktion, bisher nur klein, da das mit dem Szenenaufbau recht viel Arbeit kostet, wird dann eine kleine Szene vorgespielt, eine kurze Szene, und dann werden wir uns überlegen müssen, was wir wollen. Wie ihr das genau zu verstehen habt, werdet ihr gleich im Video sehen. Dementsprechend würde ich sagen, werde ich jetzt gleich die Welt betreten und wir werden uns dann gleich wiedersehen, sobald die Story gestartet hat. Alles andere als Erklärung gibt es noch am Ende und unten in den Kommentaren. Wenn euch die Idee gefällt, lasst mir ein Abo da, kommentiert es, favorisiert das Video und bleibt dabei. Und nicht vergessen, immer schön abstimmen. Bin ich müde. Ach, so, okay, wo sind wir denn hier? Ich kann mich nicht daran erinnern, in einer Höhle schlafen gegangen zu sein. Komisch. War ich nicht in der Villa schlafen gegangen? Naja, okay. Das kommt mir zwar alles gerade sehr spanisch vor, aber ich muss erstmal... Okay. Scheint so, als wäre ich in irgendeiner Art Höhle aufgewacht. Ich muss die Villa zurückfinden. Okay. Soll ich durch den Wald gehen? Oder war der Weg doch zurück über die Hügel? Okay, ich denke mal, ihr habt jetzt einen kurzen Einblick gesehen, wie es ungefähr ablaufen wird. Die Videos werden natürlich nach und nach etwas länger. Ich habe auch vor, später mir ein paar Gehilfen zu suchen, mit denen ich das dann zusammen machen werde, damit das mit dem Szenenaufbau schneller funktioniert und das allgemein auch schneller funktioniert. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich suche immer noch ein paar zuverlässige Leute, mit denen ich das dann zusammen machen könnte. Dann, das eigentliche Video wird dann auch jetzt die Tage anlaufen, vielleicht sogar noch heute, ich schau mal. Das ist im Grunde jetzt einfach nur mal kurz gewesen, damit ich euch ungefähr zeigen kann, wie das jetzt abläuft. Ihr habt ja am Ende des Videos gesehen, ob ich, da war halt eben die Entscheidung drin, die für euch dann folgen würde. Werden wir durch den Wald gehen oder gehen wir über die Hügel? Und zwar wird das ungefähr so ablaufen, es werden zwei kleine Schaltbutton angelegt, die beide zu zwei verschiedenen Videos gehen, die dann in der Regel nur ein paar Sekunden lang sind, wo ich mich dann meistens nur in kurzer Form bedanke, dass ihr halt eben am Voten teilgenommen habt. Und am Ende wird dann halt eben das Video, was die meisten Klicks bekommen hat, wird dann als nächster, wie soll ich das sagen, als nächster Teil fortgesetzt. Das heißt einfach im Großen und Ganzen, sobald das Video da ist, wird in dem angeklickten Button, also in dem Video, wo ihr dann drauf kommt, wird über den ganzen Bildschirm, das ganze Video lang, ein fetter Link zum nächsten Teil gehen und der erste Vote-Teil wird dann die zweite Möglichkeit rausgenommen. Erstmal werde ich es nur mit zwei Möglichkeiten machen, weil ich ja beide Szenen vorbereiten muss, weil ich nicht genau wissen kann, wie ihr euch daraufhin entscheidet. Ansonsten hoffe ich, dass ihr meine Idee mögt. Ich hoffe auch mal, dass sie neu ist. Also bisher habe ich noch nichts gesehen, was in der Richtung hingehen würde, wo man wirklich so krass eingebunden wird. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei.
hoffe, ihr werdet dann auch beim eigentlichen Video, beim eigentlichen Adventure dabei bleiben. Was, Moment, ich zeige euch mal kurz, wie es heißen soll. Das Adventure, das Geheimnis von Dillarv. Genau. Und zwar hoffe ich, dass ihr dabei bleiben werdet, werdet es euch angucken. Ich werde die Szenen vorbereiten. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt mich per PN an oder schreibt es unten in die Kommentare bei dem unter das Video oder im Forum, wie ihr Lust habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich im ersten Teil von Dillarv. Ciao, euer Play Minecraft Go!